Und willkommen zu unserem neuen Video. Einer versteckt sich noch, der ist beim Frühstücken. Ich komme beim Frühstücken, ja. Ja, Baby. Warum bist du in meinem Frühstück so eigentlich gelandet? Da bin ich in der Gondel. Weil wir jetzt Skifahren gehen. Das wäre aber geil. Ja, der Gondel über Nacht. Ja. Also wir können einen Gondelrundgang machen. Ich habe da drin eine Dusche in der Gondel und alles. Recht klar, aber es ist super. Deswegen möffelt es hier so. Ja, Na, auf jeden Fall gehen wir heute wieder Skifahren in Kitzbühel. Und Wetter ist mega. Die beiden waren gestern schon, da war der Schnee mega. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen was davon ab. Und es werden ziemlich unsere letzten Skitage werden. Für alle Biker oder die, was sagen, wir kommen sie der Bike wieder so. Aber wir nutzen es jetzt noch mehr aus, weil gerade die Skigebietkirche bei Kitzbühel mit 2000 Meter ist jetzt dann ziemlich durch, wenn es warm werden. Und ja, dann kommt wahrscheinlich noch Kaunertal Festival, genau. World Ski Test und Winzer Weinwedeln im genau. Zillertal. Und vielleicht ein paar Touren machen wir noch, so Stubaital oder sowas in die Gegend. Schauen wir, wie das Wetter ist und was. Ja, ein bisschen was geht noch, aber es geht ein Ende zu. Super, dann legen wir erstmal los. Bis gleich. Wir sind wieder beim Aufstieg auf den Schwarzkogel. Wahrscheinlich eben zum letzten Mal für heuer. Zumindest hinten runter in den Saukaser Graben. Weil da unten drin ist einfach nicht mehr so viel Schnee. Aber geilste Bedingungen so gesehen. Mal schauen, was uns oben erwartet. So, wir nähern uns. Auf geht's auf den Gipfelgrat. Heute sind wir wahrscheinlich nicht die ersten, die oben reinfahren. Wer weiß, ja. Aufs Dach der Welt. Der Schwarzkogel ist ja auf dem Skigebiet relativ einfach erreichbar. Wir haben ja schon alle drei öfters mit Fett gemacht, war aber cool. Ja. Und kosten-nutzen-technisch immer Highlight, gell, der Berg. Und 20, was ist dieser Saukaser Graben Richtung Jochberg, dass ich Holz arbeiten kann. Und das ist unten jetzt kilometerweise, wenn das eintritt, dann mehr und mehr zum Fuß geht. Und deswegen nutzen wir es heute noch mehr aus. Oh, da liegt der Ball, Ski, schau. Aha, du hast ihn weg. Hey! Glaube ich aber. Aha, wartet nur. So werde ich behandelt. Yeah.
Tag dürfen wir wieder hier aus dem Pause. Das ja, ist nicht so oft am Tag. Nein, aber halt. Zu jeder vollen Stunde einmal bin. Käsewurst? Jawohl, Käsewurst. Laugenstange? Ja, bei mir ging es schon weiter noch, aber ich warte mal ein bisschen. Jetzt haben wir die Vorspeise. Aperitif meinst du, ne? Mhm. Boah, sozusagen. Salzburger Nockerl kommt mir das machen da mal. Kuchen hätten wir. Er baut das noch. Hey. Gestern sind wir Auto gefahren und da habe ich meine Tasche, da habe ich alles drin. Von Campi angefangen für einen Porsche bis über ein Labello gegen Sonnenschutz und mein Taschenmesser. Habe ich aufs Dach aufgelegt vom Auto. Dachreling. Das ist dann zurückgerutscht in der Dachreling, hat sich verkeilt und ist dann ungefähr 30 Kilometer so offen oben geblieben. Im Regen. Im Regen. Und dann in der Garage gehe ich hin. Ein bisschen abputzen reinpackt. Ja, du hast ewig in einem Buddel gesucht. Besucht, sicher sucht man obligatorisch halt, dass man halt nicht gleich sagt, man hat es oben. Aber das gibt's nicht, dass das Krebs ist. Ja. Das ist ein Dach umgewiesen. Wie geht's euch so? Schreibt's in die Kommentare, was läuft es am Regel im Dach oben? Was verliert ihr? Im Schnitt bei mir alle Jahr etwas. Letzte, was gehört hast, die oder noch was? Oder Handschabrühen? Fast noch alles gefunden. Kamera, Laptop, sowieso. Die das haben wir im Dach umlassen. Was? Radl, haben wir am Dach oben. Ja, weil die sind festgemacht. Der Martin kauft seine Autos nicht nach irgendwas, sondern nach, ja, wie gut halten die Sachen, wenn sie auf dem Dach liegen, ohne richtig, dass man sie festschnallt. Richtig. Ja, das ist echt ein Hobby. Das lange etwas da auflegen. Das ist ein lustiges Hobby. Ja, es ist einfach, man ist super munter nach einer langen Autofahrt, wenn man dann aussteigt, man findet die Sachen nicht. Ja. Nach 10 Stunden Autofahren, man steigt aus und hat die Götter nicht mehr, da bist du auf dem Tisch munter wieder. Das ist echt. So wie in der frühen Kaffee nicht trinken, sondern über den Laptop drüber schütteln. Wieso, wie ist das passiert? Ja, du bist auch gleich munter. Nein, ich sag gerade. Naja, ihr seht, unsere Themen sind philosophisch. Wir nehmen euch später wieder mit zum Fahren. Was gibt's da? Marzipan mit Zartbitterschokolade. Die schlagt auf die Hüften. Ja, es gibt's so im Winter als Weihnachts. Danke, als Weihnachtssnack. Oder als Osterhasen-Snack. Ei. Ei. Also eigentlich gibt es immer nur mit anderer Verpackung. Die Vicky ist das ganze Jahr auf Eiersuche. Ja. Aber gut. Bam. Temperaturen war es echt okay. Der Schnee hat noch gekippt, es ist halt so, die erste Spur geht im Schwanenschnee immer noch. Morgen wird es sicher prickelnder und fahrtechnisch interessanter. Aber heute war es wirklich super. Ja. Ja, war geil. Coole Sache. Und jetzt kennt ihr ja schon, geht's hier rüber. I
auch noch miterleben dürfen. Und das noch mit voller Kraft. Ja. Läuft. Für heuer Kloalm, juhu! Stimmt nicht ganz, wie war jetzt so? Jetzt mal, oder? Super. Mit dem Wasser kurz den Weg ins Wasser gehen. Ah, aber andere Bekannte halt. Freust du dich? Sehr. Ich mich auch. Da ist er schon, der Kuchen. Ah, geht nichts für den Topfenstrudel. Ja, diesmal würde ich sagen, beenden wir gleich hier, weil besser wird es nicht mehr. Nein. Was verschreit es nicht? Der Kakao fehlt nicht. Stimmt, der Kakao fehlt. Dann machen wir. Da ist auch der berühmte Kakao. Jetzt seht ihr es im Fuß. Er schaut nicht nur gut aus, sondern ist mega. In 4K. Du kriegst vorher Sahne. Aber was der heißt? Haben wir jetzt aber den, ne? Oh, jetzt kommt die Suppe auch, jetzt ist alles da. So, bitteschön, Mäuse. Vielen Dank. Danke. Freut sich über die Suppe. So, jetzt muss man aufhören, es wird gegessen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich möchte wissen, weil das immer ist, was einen Daumen nach unten tut. Ne, da wisch ich schon noch.